Hallo meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Willkommen zurück zu Hammerwatch. Ja, okay, das kommt vielleicht etwas überraschend. Oder auch nicht. Weil wir ja in der letzten Folge bereits das Ende gesehen haben. Jedenfalls das katastrophale Ende. Und ich damals noch ein Paladin war, jetzt bin ich auf einmal ein Ranger. Ja, ich kann rumtackern. Ich habe mir gedacht, ich kann das nicht auf mir sitzen lassen mit dem Ende. Und habe Hammerwatch nochmal durchgespielt und all diese Planken jetzt gesucht. Nur um euch das richtige Ende zu zeigen. Also, dann wollen wir mal losgehen zum letzten Bossfight. Ja, du hast uns nur zu sagen, dass der Typ, dass der Drache von einem Apparat beschützt wird. Also, los geht's. The New King. Ja, und hier liegt jede Menge Gold rum. Dass wir erstmal einsacken können. Und ich glaube, der Drache schläft noch. Ja. Komm, das Gold nehmen wir doch mit. Jo. Jede Menge Geld. Auch in Truhen. Können wir alles in Ruhe mal mitnehmen. Entweder wacht er jetzt gleich auf, weil wir zu viel Gold einsacken in seinem Drachenhort, oder wenn wir zu nah an ihn rangehen. Das weiß ich noch nicht genau. Wann er anfängt aufzuwachen. Auf jeden Fall schnarcht er noch. Sehr schön. Gut, dann sacken wir mal so viel Gold wie möglich ein. So. Ruhe, Ruhe. So, hier unten können wir auch noch alles einsacken. Ist ja nicht so, als ob wir das hier alles verschwenden wollen. Auch wenn noch ein paar Kupfermünzen dazwischen liegen. Na, noch wacht er nicht auf. Jetzt wacht er auf. Au. Und jetzt müssen wir erst einmal seine Dingsies hier zerstören. Seine Schutzmechanismen. Oh, und zwar ohne von seinen Meteoriten gewonehittet zu werden. So. Komm, stirb. Oh, das sind ein paar Gegner, die da spawnen. Au. Da brauche ich schon mal einen Trank, das ist nicht so gut. So, erster Spawner ist weg. Oh. Und jetzt können wir schön auf ihn draufballern. Am besten unter ihm bleiben, da sind wir geschützt irgendwie. Und können ihn runterballern, dann kommt nämlich erst schon das nächste Ding. Was viel zu viel aushält, meiner Meinung nach. Jedenfalls, wenn wir da als Ranger draufhauen, hä? Oh. Ja, den roten Kreisen ausweichen, das sind seine AOE-Effekte. Oh. Ah, Hilfe. Ja, geht's gut. Jetzt übertreiben sie es aber mit dem Spawn. So, jetzt erstmal die Gegner wegballern. Und jetzt muss er weg. Wieder unter ihm. Genau, da sind wir vor seinem Flammenstrahl und den Meteoriten und allem geschützt. Autsch. Außer vor diesem AE-Effekt. Okay. So, ist schon die nächste Luke aufgefahren? Nein, ist sie noch nicht. Jetzt ist die nächste. Genau, dieser AE-Effekt, den meinte ich. Oh. Jede Menge Gegner. Ich platziere mal ein paar Bomben um das Ding.
Okay, heile mich. Oh. Nicht in der Nova stehen oder in dem AE-Effekt, der da gerade kommt. So, sondern einfach weiter drauf tackern auf seinen Schutzkern hier. Au. Und von ihm flambiert werden währenddessen. Ja, die blöden Fernkämpfer hier. Boah, das werden ein paar viele langsam. Wow. Ja, geht weg. Sterbt einfach. Ja, der Trash-Mob wollte ich schon sagen. Autsch, hat mich gerade gekillt. Ja, sehr schön. Versuchen wir es mal mit Spezialfähigkeiten. Ich kann ja nämlich als Ranger seinen Rundumfallschuss machen. So. Und einfach mal die mit Bomben zu kleistern. Wow. Da bin ich irgendwie ausgewichen, das ist gut. Naja, der Ranger kann ausweichen, hat also eine Spezialfähigkeit, in der er ausweichen kann. Also eine Chance hat, gegnerischen Angriffen auszuweichen. Das ist recht relativ praktisch. Wow. Was wiederum nicht so praktisch ist, ist, dass ich hier ganz schön auf die Nase kriege. Deswegen platziere ich hier einfach mal Bomben, damit das Ganze etwas schneller geht. Die Gemeinheit ist ja nicht nur, dass das Ding einen Haufen aushält, sondern auch einen Haufen Gegner spawnt. So, jetzt habe ich aber wieder die Combo an. Also den Boost, den Combo-Boost drin. Das dürfte ich ein bisschen mehr Schaden machen. So, wow. Jetzt spawnt sogar so ein Licht. Wow. Gut, da stand ich wieder im Ouch-Bereich. Jetzt erstmal weg mit dem Licht hier. Au. Ist da noch ein zweiter? Ja. Tatsache, da ist noch ein zweiter. Wow. Weg mit dir. Gut. Sag bloß, da spawnen immer wieder welche. Dann machen wir das auf die Art und Weise. So. Drache geschlachtet. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier so schnell wie möglich rauskommen. Ja, but the castle is falling apart. Das Schloss bricht auseinander. So. Sacred Passage. Jetzt gucken wir mal, ob wir genügend Planken haben. Ich hoffe es ja doch. Jawohl. Ah, Gegner ignorieren wir am besten. Versuchen hier so schnell wie möglich durchzukommen. Wir haben ja nur jeweils 17 Sekunden. 15 Sekunden. So. Ja, lasst mich einfach in Ruhe. Wow. Okay, hier sind die ganz normalen Käfer wieder. Das heißt, wir sind fast ganz unten angekommen. Wow. Gut. You killed the dragon and found a way back out. Ja. Das war heftig. Weil wir für jedes Stockwerk nur 15 Sekunden hatten, musste ich da jetzt mal schnell durchwaschen. Gut. Das war jetzt das richtige Ende, wenn man alle Planken gefunden hat. 12 Stück sind es übrigens. Gut. Damit können wir dieses Spiel beenden. So, ich möchte euch noch eine Kleinigkeit zeigen, bevor ich hier jetzt Schluss mache. Und zwar gibt es eine neue Kampagne. Der Tempel der Sonne. Expansion Campaign. Also Erweiterungskampagne. Die gab es kostenlos. Besiege Charant, den Sonnenwächter.
Ja, also könnt ihr euch schon mal auf ein weiteres Hammerwatch Let's Play freuen, wenn ich die Expansion Let's Playen werde. Aber vorher will ich euch noch was anderes zeigen. Also erstmal kann ich meinen Char einfärben, aber es gibt noch das sogenannte Survival Level hier. Da möchte ich mal kurz reingucken, und zwar ohne Modifiers. So, hallo. Sie senden immer wieder neue Helden. Okay. Der Berg ist ziemlich instabil. Gut. Okay. Du willst mich crushen? Wow. Okay. Damit habe ich jetzt wahrscheinlich die blauen Spikes hier oben deaktiviert. Bleiben sie deaktiviert? Noch ja. Wow. Autsch. So viel zu Survival. Gut. Wow. Noch mehr Fledermäuse. Also ja, das hier ist reines Überlebt die Horde wohl, würde ich mal denken. Und zwar wahrscheinlich ohne, dass man irgendwie aufleveln kann oder irgendwas hinkriegt. So. Au. So, deaktivieren wir wieder die Stacheln, weil ich habe das Gefühl, man muss zu dem Kristall da oben kommen. Genau zu dem. Ja. Was macht der Schalter? Au. Wow, rausdashen. Das war knapp. Was auch immer der Schalter macht. Ich weiß es nicht. Ach, der deaktiviert die Stacheln da. Und da bin ich gestorben. Okay, das war nur mal kurzer Einblick ins Survival Level. Ja. Damit verabschiede ich mich erst einmal wieder von Hammerwatch. Bis zum nächsten Projekt.